Ja, das ist ja die perfekte Race-Driving Driftkarre. So, die Farm ist da unten. Biege ich doch mal hier ab. Uah! Ui. 360 Grad. Wie heißt das? Turn, Spin, Turn, Turnaround. Turnaround. Ja, die totale Sonnenfinsternis des Autofahrens. Oh Mann. Ah, oh, der Wagen ist ja hier. Nö, den nehme ich doch gleich. Kommen da unten jetzt diese Mopeds? Ah, da kommen die Mopeds. Ich sehe sie, ich sehe sie. Ich muss hier einsteigen. Schnell, schnell, schnell. Ja, ist. So. Jetzt habe ich euch doch aber genatzt, Freunde. Aber so richtig. Bam. So, und ich mache hier auch noch platt und den Briefkasten einfach mit dabei. Oh, jetzt hänge ich mit dem Karren fest. Hilfe! So, ach, die sind immer noch da. So, und wir machen mal einen kleinen Schlenker und fahren den tot. Und den auch noch. Ole! Das hat ja gepasst. Gut, dann haben wir die ja erledigt. Und können mal hier ins Haus gucken. Was wir hier finden. So, da haben wir einen Pfeil. Ach, hier haben wir noch ein paar Batterien. Ja, das kann ja nicht schaden. Und noch ein bisschen Revolvermunition und eine Kiste. Blendgranaten. Oh, ganz viele davon. Das finde ich ja gut. So, und was haben wir hier oben? Dunkelheit. Uah. Aber nix. Nö, das kriege ich nicht auf. Keine Seite, kein Kaffee, kein Nischt. Mit Ü und SCR. Dann können wir ja wieder raus. Wo war die Tür? Da. Oh Gott, aber die Karre ist schon ziemlich Schrott. Jetzt ist die Frage, ich fahre mal hier den Berg hoch. Wahrscheinlich geht es aber nach oben nicht mehr weiter. Oder ist der richtige Weg und ich habe den schon wieder falsch eingeschätzt. Keine Ahnung. Aber gucken wir doch mal, wo es hier hingeht. Oder er sagt mir gleich, es ist der falsche Weg. Nein, hier ist ein Auto. Anhalten. Ja, hier geht es ja auch weiter. Stopp. Oh, die Kamera im Auto ist so empfindlich. Dreht sich sofort immer. Da oben war ich doch jetzt schon zweimal drin, oder? Keine Ahnung, also es ist ja schon wieder derselbe Aussichtspunkt. Aber der scheint Strom zu haben. Irgendwie komme ich. Na gut, hier gibt es einige, sehe ich gerade auch da hinten von diesen Aussichtspunkten. Da ist wieder das Radio. Aber da ist ein Gewehr. Ja, das ist ja schon mal nicht falsch. Das nehme ich mal mit. Ach, hier ist Jagdgewehrmunition. Hä? Die ist gerade erst aufgetaucht. Halten Sie gedrückt um zum Jagdgewehr. Ja, das hat mehr Schuss, ne? Ja, gut. Dann nehme ich doch das besser mit und höre mir mal hier kurz das Radio an. Also, wie ihr alle wohl bemerkt habt, ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle gespürt haben, endlich. Ja, ja. Ja, laber du mal. Nicht sonderlich spannend hier, was der Gute im Radio berichtet. So, wo. Achso, hier bin ich jetzt einfach fast runtergeplumpst, lol. Na gut, dann fahren wir mal weiter. Ja, hahaha. Das ist ja klar, ne? So seid ihr drauf, Freunde. Ja, lasst mich doch mal laufen. Und dann können wir gleich weiterreden. Aber erstmal möchte ich bitte in mein Auto. So. Und jetzt könnt ihr mich mal gerne am Hobel blasen. Denn ich fahre hier einfach weiter. Spastis. So, wo muss ich denn hin? Hier lang? Ich weiß das nicht. Dann gibt es natürlich 1000 Straßen. Ich hoffe, die Karre explodiert mir jetzt hier nicht gleich. Brauche ich denn eine neue? Aber ich bin jetzt auch, glaube ich, an der Farm! Alter! Ach du Scheiße, hier sind ja tausende von diesen Viechis. Na, den kann ich... Ich muss da hinten hin. Da ist das Licht. Ich fahre jetzt hier querfeldein. Oh, querfeldein ist... Kein guter Plan, da ist nämlich eine Wand. Oh oh, ich muss zurück. So, der ist hell. Der ist tot. Gut. Dann haben wir den ja erledigt. Und da haben wir einen Truck. Und hier geht's nicht weiter. Komme ich da durch? Nein, natürlich nicht. Aber dann kann ich das Auto jetzt auch hier schrotten. Indem ich mal einfach... Hallo, fahren! Na, jetzt ist das Auto Schrott. Na super, dann sprinte ich mal ein Stückchen. Lalala, ich muss weg.
Da hinten ist Licht, ich sehe es doch. Und die da hinten? Wow, 1000. Alter, so habe ich jetzt aber nicht hier gewettet. Geh weg, hier, mach eine Granate. Alter, baggert der weg, mich weg. Oh Mann, ey. Ah, gut, aber hier war ein Kontrollpunkt. So, dann nehme ich hier das Jagdgewehr, bitte. Und die Gewehrmunition ist einfach ein Bagger. Ich komme nicht drüber weg, ey. Ja, hier machen wir das Radio an. Eventuell gibt es ja auch ein Achievement, wie viele Radioshows man sich hier anhört. Großartig, ey. Greift mich ein Bagger an. Oh Mann, ey. In diesem Spiel ist man ja vor gar nichts sicher. Achso, hier waren die ja wieder. Ah, hier habe ich schon fast verdrängt. Ja, komm, weich mal aus. Das hat ja, glaube ich, geklappt jetzt. Und dann schnappe ich mir hier... Ja, komm, beweg dich doch mal ein Stückchen schneller, Honey. So, und jetzt mal Gas hier. Gas, Gas, Gas. Genau, Gas. Wir brauchen Gas. Oh Gott, oh Gott. So, dann musste ich hier abbiegen. Ne, bin ich gerade hier abgebogen? Nee, ne? Aber ich mache die da oben jetzt platt und dann hole ich mir die andere Karre, weil die qualmt ja schon. So. So, werd hell, werd hell. So, hell bist du. Ja, super. Ich roll im Schneckentempo drüber, weil es nicht funktioniert, weil ich nicht den Berg mehr hochkomme. Wie schlecht das doch ist, Freunde. Alter Schwede. Ja, der Wagen explodiert, weil er keinen Berg hochfahren kann, aber ich kann rückwärts fahren. Großartig. Ja gut, dann halt im Rückwärtsgang. Also, das haben sie auch wirklich nicht gut gemacht, dass ein Auto nicht den Berg hochfahren kann. Ist ja auch so, ne, total unrealistisch, dass Autos mal Berge hochfahren. Ich meine, gut, okay, damals, vor 89, wenn man so ein Trabi oder Lada gefahren ist, weiß gar nicht, ob ihr die Autos noch kennt, die hatten schon wirklich mal Probleme, einen steilen Berg hochzukommen. Aber der Berg musste steil sein und nicht wie hier 5% oder so. Sehr lächerlich gerade. Mann, Mann, Mann. Das sind halt so Details. Finde ich einfach schade, weil hätten sie da noch ein bisschen mehr Liebe reingesteckt, dann hätte das Spiel auch wesentliche höhere... Wieso kann ich denn jetzt nicht rückwärts fahren? Höhere Wertung einkassieren können. Und hätte nicht nur durch die Atmosphäre punkten können, sondern tatsächlich vom ganzen Gameplay, aber die Atmosphäre stimmt, aber das restliche drumrum haben sie ja wirklich an manchen Stellen gehörig verkackt. Da fragt man sich auch, ey, wie viel kommen denn hier von den Dingen? Ja, fahren wir mal hier nochmal rum und nochmal zurück. Achso, der ist schon hell. Na super. Da kann ich den ja auch tot fahren. Ja, da fragt man sich, warum eine Firma halt so viel Mühe mit einer Story und ein Design gibt und dann in solchen kleinen Sachen echt pennt. Finde ich halt wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen schade. So, jetzt weiß ich ja, da kommt der Bagger. Na gut, und da komme ich sonst nicht hin, da muss ich jetzt aussteigen. Gut. Naja, dann muss ich mich jetzt ja hier anscheinend mal dem Bagger stellen. Dem schmeiße ich jetzt mal direkt hier... Ja, hallo! Eine Fackel vor die Füße. Und versuch mal, ganz, ganz fix, Bagger kaputt zu machen. Alter Schwede. Das war Bodo mit dem Bagger und er baggert nicht mehr, weil jetzt ist er leitifiziert. So, wir haben hier endlich mal einen Kontrollpunkt. Puh, und ich muss den Scheiß nicht nochmal machen. Ach, hier ist zu, da ist einfach wieder so ein Baum umgefallen. Flupp. Na gut, dann muss ich ja hier unten einfach mal runterhüpfen, glaube ich. Schwupp. Ah, und noch ein Kontrollpunkt. Ja, super. Hier sind sie natürlich dann dicht an dicht gesetzt. Während ich hier... was war das denn? Während ich dann, wenn es wirklich Action
nur so hagelt, die Kontrollpunkte mit der Lupe suchen muss. Na gut, aber genug gemeckert. Schauen wir uns... Ach, hier gibt es wieder eine Kiste. Na, das Ding geht mal... fängt doch bestimmt ja auch gleich wieder an zu leben. Hier dieser antike Traktor. Oh Mann, ey. Ja, mach mal hier auf. Da haben wir eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Was haben wir denn? Ah, immer der falsche Knopf. Noch mehr Blendgranaten und Revolvermunition. Ah, und noch ist niemand hier gespawnt. Na, ich sag's ja. War ja quasi fast klar. Ja, schieß nochmal auf mich. Alter Schwede. Na komm, nehmen wir eine Fackel. Der ist hell, der braucht noch, aber dann kann ich den ja da hinten abschießen, glaube ich. Wenn ich jetzt auf die Entfernung treffen würde. Mann! Geht der mal weiter zurück? So, jetzt kann ich hier Captain Baseball Cap. Alter, aber jetzt lad doch mal bitte komplett nach. Alles muss man hier selber machen. So. Gut. Stress. Dann haben wir das auch geschafft. Und können uns hier über dieses riesige Rübenfeld, ach nee, ist ja ein Maisfeld, so wie das aussieht, durchackern. Welche Wortspiel, wir ackern uns hier durch. Oh, und als Belohnung gibt's, ich wusste, ach, das ist die Brüder mal sowas wie Bühne. Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Ja, lol. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Hey, wir müssen sie abwehren! Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen! Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition und sowas rumliegt? Oh Gott, oh Gott! Das ist ja mal eine nette Stage zum Kämpfen quasi. Was haben wir hier? Oh, noch mehr Zeugs. Achso, ja, komm doch her. Dann mach ich dich doch weg, Baby. Aber lass mich doch mal die Pumpgun hier nehmen. Die hier, genau. Zack, nehmen. Hab ich. Super. Dann kann ich mich ja hier um die Typen kümmern. Alter. So. Die Bühne verteidigen. Hä? Kann ich denn hier nehmen? Irgendwas konnte ich da nehmen, aber ich konnte es nicht sehen. Alter. Ich bin so froh, gut, dass du nochmal. Eingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Fix Kaffee. Halt die Klappe und schieß! So, die Stelle haben sie echt cool gemacht, muss ich ja sagen. So, jetzt nehmen wir mal hier. Alter, ich drück die ganz... Ja komm, lass, jetzt bringe ich mich nochmal um. Das lasse ich jetzt aber absichtlich machen. Ich drück die ganze Zeit den B-Knopf. Ja, ich gucke jetzt auch extra nochmal aufs Pad. Also ich drück den richtigen. Und er nimmt's nicht auf. Und nach 10 Sekunden sagt er dann, ja, möchtest du die Batterien nehmen? Nein, ich möchte die Taschenlampe bitte nehmen. Mann, Mann, Mann. Wir müssen sie abwehren. Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln. So, jetzt hat's endlich mal funktioniert. Ist dir aufgefallen, dass so, jetzt machen wir hier mal eine Fackel hin, damit ich mir den Kram noch holen kann. So, jetzt brauche ich nur noch bitte einmal hier die bessere Knarre. Und dann sind wir im Geschäft. Ja, 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 komm, hier. Bam, und hier nochmal. So. Und da hinten machen wir noch eine. Und hier noch eine. Machen wir mal noch eine richtige Lightshow hier aus dem Ding. So. Jetzt haben wir doch hier gute Rockmusik am Start, Baby. So, Dalle.
Das ist doch mal hier richtige Rockmusik, Baby. Ach, da ist noch einer. Da kommen noch mehr. Ja, komm doch. Ich verteidige hier die Bühne bis zum Äußersten. Ach, der lebt immer noch. Ja, lol. Ach, da ist noch einer. Ja, jetzt wird es ja schon wieder ungemütlich. Wo kommen die schon wieder alle her? Schleichen. Oah. Nein, nein, nein. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Nein. Alter. Moment. Muss mal ganz kurz hier meinen Weg hier, meinen Rückweg quasi frei fackeln. Da war doch irgendwo noch ein Notfallkasten. Hier. So. Boah, Alter, alles voll. Gut, dann haben wir den. Das war ja schon mal nicht ganz falsch. Machen wir den nochmal hell. Ach, der ist hell. Alter, was schießt denn da schon wieder auf mich? So, mach mal hier hell. Gut, dann haben wir den noch. Der ist immer noch hell, aber den kriege ich nicht tot. Ah, mit der Schrotflinte auf der Entfernung ist vielleicht nicht die beste Wahl. Aber ich kann ja nochmal nachladen. Und hier mal ganz fix nochmal zack, 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 alles nehmen, was hier drin ist. Au, 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 au. Ja, komm, Fackel. Das kann ich hier noch nehmen. Hab alles. Gut, mehr kann ich nicht nehmen. Ach ja, komm, schmeiß hier nochmal eine hin. Hab ja noch satt genug. So, dann bist du auch vielleicht hier mal tot. Nein, du bist nicht tot. Also, zusammengefasst, falls ich jetzt nochmal sterben sollte, so toll finde ich die Pumpgun gerade, muss ich sagen, nicht. Weil, da kriegt man irgendwie nichts mit tot. Also irgendwie ist die nicht so knorke. Die hat so einen riesen Streuradius. Und man muss verdammt nah dran stehen. Und ich darf den Kram nochmal machen.